Namaste, liebe Yoginis und Yogoretten. Ich bin Seicherin, der Stottersberger Sepp. Aber ihr dürft mit der Ohr vom Schiff gern bei meinem Sanskrit-Namen nennen, der da lautet Loka Samasta Sukhinu Bhavantu Hinterstottersberger. Ja, ist leichter zu merken. Dittere. Ja. Den Namen Loka Samasta Sukhinu Bhavantu hat mir mal eine kosmische Sternengöttin gegeben. Die Lada. Die Tochter vom Lada Tiger. Ja, wir saufen auf ein paar Tage im dichten Nöpi unter einem Nöpfibaum gesessen bin und zum Hüben mich aufgeschaut habe, hat mir die Lada aufgetragen, dass ich als Guru auf ein großes Schiff aufgehen soll. Und vollgesagt, wie ich bin, habe ich mich gleich einmal bei uns an Schotterteich in ein Tretboot reingesetzt und hab gleich einmal was erfunden, nämlich das Schiffs-Yoga. Ja, habt ihr recht gut hingehört, Schiffs-Yoga. Mit Schiffs-Yoga, weil das war das, was die besoffene Mannsbilder oftmals in die Gasthäuser am Pissoir so praktizieren. Ja, ich erzähle, ich erzähle euch gleich mal was von den 7 goldenen 12 Yoga-Prinzipien. Yoga-Prinzip Nummer 1 lautet, Raum und Zeit sind Illusion. Voll, ja. Und schon haben wir gleich einmal alle Zeit der Welt. Außer wenn er nicht spät kommt, so wie die Magdalena kommt, grüßt die Magdalena. Du machst gleich mal zur Strafe 108,5 Sonnengräs ohne Hand und Fies. Worte von den 7 goldenen 12 Prinzipien lauten: Loslassen ist der Schlüssel zum Glück. Ja, so kannst du, Verena, Christi, Verena, gleich mal das Jutesackel mit den Gotschibären loslassen. Das pickerte Klompert frisst da schon keiner mehr. Dette, rette. Ja, und das letzte von den 7 goldenen 12 Yoga-Prinzipien lautet, immer wenn einer lacht, stirbt irgendwo auf der Welt ein Problem. Ja, somit hat sie auch schon das Erektionsproblem von dem Herrn aus der 5. Reihe. Ja, und wie sagte schon vor 2000 Jahren, der gestunkerte indische Guru Maharishi Vaishvashini. Wir sind alle vollkommen, manche sogar vollkommen daneben.